Hallo, ich bin Felix, ich bin Schauspieler und Synchronsprecher in Berlin. Ich bin unter anderem die Stimme von Javier Esposito in Kerso und manch einer kennt mich vielleicht auch als Schauspieler aus dem Atze Kindermusiktheater in Berlin. Da bin ich unter anderem der kleine Tiger in Oh, wie schönes Panama. Ob ich denke, dass er die Phase überwunden hat? Wollen Sie mich verarschen? Er ist ein Mann, er hat einen Puls, also nein. Herzlich willkommen, Felix. Schön, dass es so kurzfristig geklappt hat. Diesmal wirklich kurzfristig. Ja. Ich freue mich. Wir beginnen, wie immer, mit der ersten legendären Frage, die da lautet, wie bist du zum Synchron gekommen? Ich habe mein Abitur in Berlin gemacht. Dann habe ich ein Jahr, bin ich der Liebe nach Frankreich gefolgt, bin wieder zurückgekommen und habe dann überlegt, was ich mache. Ich habe schon in Frankreich Theater gespielt, in einem kleinen Théâtre de Poche in Lyon. Und habe dann ziemlich schnell Feuer gefangen und habe zunächst eine Musical-Ausbildung gemacht hier in Berlin am Ballettzentrum, habe die dann irgendwann abgebrochen, habe dann viel Theater gespielt, bin dann wieder zurück an die Theaterschule, habe den Abschluss gemacht an der Schauspielschule Charlottenburg, auch hier in Berlin, habe ganz viel Theater gespielt, habe parallel Musik gemacht. Und beim Musikmachen, ich war Gitarrist in der Band Delicate, wir haben ein Clubprojekt gemacht, das nannte sich Delikatessen. Und da habe ich einen befreundeten Musiker kennengelernt und das war Carlo Hackenberger. Und der erzählte mir vom Synchron. Und als er erzählte, habe ich gedacht, oh, das will ich machen. Und dann hat er gesagt, wenn du magst, gebe ich dir ein paar Adressen und dann gehst du dahin, stellst dich vor und dann müssen wir mal gucken, ob das klappt. Und so bin ich ganz naiv bei der Berliner Synchron damals reingekommen und hatte meine Fotos in der Hand und eine Vita und habe gesagt, ich möchte das gerne machen. Und die wunderbare Christine Domröse hat damals genickt und gesagt, ja, eine Woche später kam ein Anruf, wir haben gerade einen Regisseur, da könntest du mal mitmachen, wir machen ein Casting und dann sehen wir mal, ob das passt. Und das war der Jürgen Neu. Und der hörte sich das an und kam hinterher zu mir. Ich war total nervös und wusste gar nicht, auf welchen Knopf ich drücken muss. Und 1, 2, 3, jetzt hätte ich schon reden müssen. War schweißgebadet, als ich da rauskam und dachte, oh Gott, das ist ja furchtbar. Und dann sagte er, ja, Herr Spieß, nun, wenn das wirklich Ihr erster Termin war, dann bleiben Sie mal dabei. Gut. Und so war das. Eine Woche später hatte ich den ersten Termin und dann ging es los. Kannst du dich noch erinnern, was deine erste Synchronrolle war? Ja, ich habe wirklich die ganze Ochsentour gemacht und habe erstmal jahrelang Menge gesprochen und kleine Rollen und das sozusagen, na, man könnte sagen, von der Pike auf gelernt, ja. Meine erste Serienhauptrolle in einer Serie, die nannte sich The Black Donnellys. Björn Schaller hat damals Regie gemacht. Und auch da, ich war mega aufgeregt und habe mich wahnsinnig gefreut. Man muss sich vorstellen, damals gab es noch kein Netflix, kein Amazon, keine Streaming-Sender. Es gab gerade so ein paar Bezahlsender. Das war so das neue Ding. Damals eine Serienhauptrolle zu bekommen, das war schon was. Heute ist der Kuchen größer und es gibt einfach mehr. Man guckt so eine Serie mal eben schnell durch. Also ich gucke mir heute irgendwie schnell mal 4, 5 Folgen von einer Serie an. Früher haben wir eine Woche gewartet, bis die nächste Folge kommt. Also es war schon eine andere Frequenz. Und da war das dann, so eine Serienhauptrolle zu bekommen, nicht so einfach. Und das war schon auch richtig aufregend und groß, ja. Bei Björn Schaller war das. Es war sehr schön. Dann sprichst du ja in der Serie Chicago PD, Chicago Fire und Chicago Justice den John Cedar alias Antonio Dawson. Was ist das für ein Typ? Ja, der Antonio Dawson ist, ich mag den sehr gerne. Wir haben ja auch eine ganze Menge Staffeln. Ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln hat das? 4, 5? Das war auf jeden Fall eine schöne, große Nummer. Und dadurch, dass es eben Chicago Fire gibt, wo er ja auftaucht, und Chicago PD, wo er eine der Hauptrollen ist, und dann mittendrin, ich glaube nach der 3., 4. Staffel, sagt er plötzlich, ich habe so viel gesehen, ich kann das nicht mehr ertragen. Und ich dachte, oh Gott, will er jetzt aufhören? Und dann war er wirklich weg. Aber dann kam er eben zu Chicago Justice und hatte da eine der Hauptrollen dort in dieser Serie.
die dann leider nie so dolle gelaufen ist. Und dann war er da weg und plötzlich war er wieder bei Chicago PD. Ach Mensch, das ist hier so toll, ich würde gerne wieder mitmachen. Zack, war er wieder dabei, wie es manchmal so geht. Ja? Ein toller Typ, weil er ist ein sehr bodenständiger Typ, ein Arbeitertyp, der die Arbeit als Polizist sehr ernst nimmt und da so einen gewissen Ehrenkodex hat. Also diese Loyalität zu den Kollegen und so weiter. Er ist aufgewachsen in einer sehr katholischen Familie, daher auch diese so sehr ordentliche Erziehung, die er eigentlich hat. Aber auch eine schwierige Kindheit. Boxer, hat sich durchboxen müssen durchs Leben. Das ist auch so Teil seines Charakters. Und dann haben sie eben an dieser Figur immer wieder so auch so persönliche Problematiken bearbeitet. Also der hat dann zwei Kinder. Gleich am Anfang wird sein Sohn entführt. Diese dramatische Geschichte. Dann kommt die Trennung von seiner Frau irgendwann. Die Tochter rennt von der Mutter weg, um bei ihm zu sein zu können. Er muss sie dann der Mutter zurückbringen. Also so sehr viel familiäre, private Probleme, die damit bearbeitet werden. Dann wird er irgendwann tablettensüchtig und so weiter. Also du merkst schon, eine vielschichtige Figur und natürlich für uns als Synchronsprecher, Schauspieler eine mega spannende Arbeit, all diese kleinen Facetten mitzuspielen. War das immer aufregend für dich, wenn du wusstest, jetzt wird eine neue Staffel gemacht? Was passiert diesmal? Bist du selber mit so einer gewissen Erwartungshaltung ins Studio gegangen? Ich mochte die Arbeit immer sehr und es ist natürlich, wenn man eine Figur so lange spricht, fühlt man sich der auch verbunden. Irgendwann hat man den Typ auch gefressen und weiß, wie der atmet und was für einen Rhythmus er hat. Und dann, jetzt kommt wieder so ein Ausbruch, jetzt wird er wieder ruhig. So kennt man die Figur irgendwann. Und dadurch ist es immer so ein bisschen wie in die Lieblingshose schlüpfen. Man weiß schon, wo man ist. Und dann kann man sich halt schön konzentrieren auf die Geschichten, die passieren. Und männliche Hauptrolle in Chicago PD ist ja unter anderem Thorsten Michaelis, der eben seine Rollen auch immer sehr ernst nimmt. Und wenn ich dem manchmal begegnet bin, so zwischen Tür und Angel, er erzählte noch und ich habe so mit einem halben Ohr zugehört, das war schon immer spannend und ich mochte diese Art der Arbeit, wenn man so intensiv an einer Figur arbeitet. Und die Geschichten sind auch einigermaßen aufregend und spannend, immer so ein bisschen an der Grenze zur Legalität, so ein bisschen Selbstjustiz, darf man das überhaupt? Die haben im Keller den Käfig, wo dann die Leute zum Geständnis gebracht werden. Das ist ja eigentlich auch nicht gut. So, ne? Also das macht schon Spaß, sowas. Ja. Würdest du sagen, dass man über so einen längeren Zeitraum mit dem Charakter, den man synchronisiert, zusammenwächst? Wenn man das so lange macht wie bei diesem John Cedar? Ja, schon. Dreimal, ja. Also zum einen, ja, natürlich ist ja auch der Charakter, der dort gespielt wird, nur ein gespielter Charakter. Und man identifiziert sich natürlich mit der Figur. Und man entdeckt die vielen kleinen Ecken und Kanten und so weiter. Und das gewinnt man dann auch lieb, ja. Und natürlich auch das Team im Atelier. Man arbeitet ja eigentlich fast immer mit der gleichen Regie zusammen, oftmals sogar mit den gleichen Tonleuten und Cut, sodass man auch da so ein sehr familiäres Verhältnis irgendwann hat. Und das wächst einem schon ans Herz, wenn sowas zu Ende geht. Das kann schon auch ein bisschen wehtun, ja. Ein weiterer Schauspieler, den du über viele Jahre stimmlich begleitet hast, war John Huertas als Javier Esposito, nämlich genau in 173 Folgen Castle. Ja. Haben wir recherchiert. Ja. Warst du traurig, als Castle vorbei war? Da war ich sehr traurig, ja. Das war auch so eine gewachsene Geschichte. Also sowohl die Serie, die ich auch jetzt mit meiner großen Tochter zusammen gucke, was auch sehr witzig ist, die inzwischen fast 14 ist und wir gucken zusammen diese Serie und freuen uns über jede Folge. Und da sehe ich auch nochmal, wie gut diese Serie funktioniert. Also dass dieses Spiel zwischen den Kollegen super funktioniert, diese kleine Liebesgeschichte, die sich da zwischen den Hauptfiguren immer so anbahnt und irgendwann ja auch Wirklichkeit wird, aber auch meine Figur mit dem Kollegen Ryan, also Esposito und Ryan, die beiden wachsen auch immer mehr und sind am Anfang, haben sie noch so sehr ihre Standard, wir sind die Sidekicks in dieser Serie und dann nach ein paar Folgen merkt man, wie deren Verhältnis auch immer spannender wird und wie da sich so ein Humor einschleicht und das macht irre Spaß. Und dann sind ja auch jede Folge für sich, ist auch eine spannende Geschichte.
Also die haben dann, in einer Folge geht es wie um Zeitreisen. Da taucht der DeLorean aus Back to the Future auf. In der anderen Folge geht es um Vampire. In der nächsten Folge geht es um... Und das sind so Themen, die sie sich raussuchen und die sie dann ganz schön und liebevoll bearbeiten. Also... Und natürlich wieder die Kollegen. Also ich fühle mich den Sprecherkollegen bis heute so freundschaftlich verbunden, obwohl wir eigentlich keine Freunde in dem Sinne sind. Aber dass wir so viele Jahre dort zusammengearbeitet haben, verbindet. Und die Viktoria Sturm und der Tobias Kluckert und natürlich Rainer Fritsche als sozusagen mein Gegenpart. Dann in der Regie am Anfang ganz lange Horst Müller und irgendwann Andreas Böge. Man wächst so zusammen. Und das war wirklich ein bisschen wie, also ja, gute Freunde verlieren so ein bisschen, als es auseinanderging. Ist man denn als Synchronschauspieler oder Synchronsprecher noch in der Lage, eine synchronisierte Folge von irgendeinem Film oder von irgendeiner Serie zu schauen, ohne dass im Hintergrund irgendwo die ganze Zeit das Rädchen rattert und man denkt, ah, das hat er irgendwie, da hätte ich aber und das ist doch der, den habe ich doch noch nicht. Also ich kenne die Antwort, aber ich würde sie gerne von dir hören. Ich habe, also erstmal muss ich dazu sagen, ich bin selber sehr gerne Zuschauer. Ich gucke auch gerne deutsche Filme und Serien und ich freue mich daran zu hören, wie die Kollegen arbeiten. Und ich darf seit ein paar Jahren auch Synchronregie führen und kann da den Kollegen natürlich noch mehr über die Schulter schauen. Und wenn ich dann manche, nicht alle Kollegen, aber manche Kollegen erleben darf, wie die arbeiten, bin ich wie ein kleiner Junge und freue mich über jeden Take und über jede kleine Nuance. Das ist einfach toll. Mir geht es auch beim Gucken so. Es gibt Produktionen, wo ich mich ärgere, weil ich das Gefühl habe, die sind lieblos gemacht. Und da will ich nicht sagen, dass die Sprecher nicht gut wären. Die sind meiner Meinung nach dann vielleicht nicht gut geführt gewesen. Denn wenn man sich die Zeit nimmt und die Zeit hat, das ist natürlich auch eine Frage, und den Draht zum Kollegen findet, kann man viel schaffen. Und oft, manchmal hört man dann sowas und ärgert sich und denkt, ach Mann, das wäre doch besser gegangen. So, ja. Und aber ich freue mich, wie gesagt, auch ganz doll, die Kollegen zu hören. Also wenn ich dann plötzlich denke, oh, das ist doch der und der, freue ich mich richtig. Also ich gucke gerne Deutsch. Für mich muss es nicht original sein. Okay, wir kommen nochmal zurück zu John Huertas. Was ist das Besondere an seinem Spiel? Ja, ich finde ja, dass er... Ich will ihm nicht Unrecht tun. Ich finde nicht, dass er einer der größten Schauspieler der Welt ist. Aber das, was er da tut, ist sehr solide. Und ich finde, dass er gerade bei Castle über die Jahre unheimlich gewachsen ist. Dass er eben am Anfang noch sehr gerade, gut, aber sehr gerade diesen Polizeitypen macht. Das macht er wunderbar. Und dann aber im Laufe der Zeit kriegt er immer mehr Farben. Und diesen Prozess zu sehen, wie so eine Figur sich auch entwickeln kann und wie die wachsen kann, das macht natürlich Spaß. Und wenn man dann noch das sprechen darf und eben Kollegen hat, die einen da gut begleiten, ich finde, das ist ein richtiges Geschenk. Was glaubst du, warum war Castle so erfolgreich? Ja, zum einen das, was ich eben schon sagte, dass die Geschichten einfach gut sind, finde ich. Also nicht jede Folge, aber so gut wie jede Folge hat ihr Thema und handelt das ab. Dann hat es ganz viel natürlich mit der Hauptfigur zu tun. Wie heißt der? Finnegan? Nathan Finnegan. Der ist natürlich auch ein wunderbarer Typ, ja. Der sich, der einfach auch toll spielt und viele, ich glaube, der bringt da sehr viel Farbe rein. Und dann natürlich im Zusammenspiel mit den anderen. Und natürlich auch Tobias Kluckert, der den, wie ich finde, ganz wunderbar spricht. Auch in The Rookie. Und der spricht den ja immer wieder, diesen Darsteller. Weil er, das finde ich, ist so eine Sache, er hat ja diese schöne, warme, sonore Stimme. Und da könnte man sich ja gemütlich drauf ausruhen. Aber er hat keine Scheu davor, auch in die höheren Töne zu gehen. Und die höheren Töne sind meiner Meinung nach, da passiert ganz viel Spiel. Da höre ich dann so kleine Nuancen drin und da höre ich dann so ein kleines, was Ironisches oder so. Und wenn man sich nur noch da unten lang drückt, dann ist das weg. Durch die beiden Charaktere, Javier Esposito und John Cedar, hast du Einblick in den Staatsdienst bekommen, kann man ja sagen. Wäre das eine Alternative gewesen für dich, entweder zur Feuerwehr oder zur Polizei zu gehen? Beziehungsweise für was hättest du dich entschieden? Erstmal vielleicht vorneweg, ich habe einen heiden Respekt vor beiden Berufen.
Feuerwehr sowieso rettet Leben, gar keine Frage. Aber auch Polizei ist ja auch heutzutage echt, wird ja kontrovers diskutiert. Und ich habe einen heiden Respekt davor, dass Leute da hingehen, und wo es auch wehtun kann, um eben für eine gewisse Ordnung zu sorgen und das Einhalten von gewissen Gesetzen, dass da auch Missbrauch passieren kann und wir als Gesellschaft immer drauf schauen müssen, dass das nicht aus dem Ruder läuft, versteht sich von selbst, finde ich wichtig, aber ich habe einen großen Respekt davor. Ist überhaupt nichts für mich. Also ich bin zu emotional, ich lasse mich zu schnell mitreißen, ich bin... nee, das wäre gar nichts für mich. Ich bin Handwerker. Für mich, ich glaube, wenn ich nicht diesen Beruf gemacht hätte, ich wäre heute wahrscheinlich Tischler mit einer kleinen Tischlerei irgendwo. Das wollte ich tatsächlich mal machen. Ich habe sogar mal 2 Wochen als Tischler gearbeitet, weil ich überlegt habe, warum eigentlich nicht? Und ich liebe das. Meine Frau sagt immer, an dir ist ein guter Handwerker verloren gegangen. Und ich mag das, was mit den Händen zu machen und am Ende ein Produkt zu haben. Und was in unserem Beruf leider nicht der Fall ist, wenn ich da in der Ausbildung zum Tischler, ich hatte das eben wie 2 Wochen gemacht, wenn ich da was gemacht habe und das war schief, dann war das schief. Das konnte man messen und sehen, das ist schief. Bei uns im Job heißt es, ich glaube dir das irgendwie noch nicht. Das ist so... nicht greifbar, finde ich. Das ist das Schöne am Handwerk, das ist einfach so. Und das kann man messen und das ist dann so. Und ich finde, das entlastet auf eine Art. Unser Beruf ist immer wieder, dass wir uns öffnen, dass wir unser Inneres, unsere Gefühle rauslassen, dass wir was anbieten, was vielleicht peinlich ist oder was nicht so gut war und das dann sofort bewertet wird von jemandem. Also im Grunde jedes Mal wie ein Casting oder ein Vorsprechen. Deswegen so wichtig, dass auch im Atelier eine Atmosphäre herrscht, in der ich mich öffnen kann. Wie wichtig ist ein guter Regisseur? Super wichtig. Super wichtig. Was bist du für ein Regisseur? Du hast gesagt, du bist jetzt auch den Weg in die Regie gegangen. Ich versuche das zu bieten, was mir als Sprecher hilft. Und für mich ist das so, wenn ich dort stehe und arbeiten soll und also was geben soll von mir, brauche ich eine Atmosphäre, in der ich frei arbeiten kann. Und das ganz viel davon läuft über positive Energie. Wenn ich dir das Gefühl gebe, so wie du bist, bist du erstmal gut, dann bist du bereit, mit mir mitzugehen. Und wenn ich dann sage, das war toll, lass uns mal gucken, ob wir das vielleicht noch ein bisschen mehr in die Richtung kriegen oder gehst doch mal von der Seite an, dann hast du Lust mitzukommen. Und dann gehen wir vielleicht gemeinsam irgendwo hin, wo wir sonst gar nicht gelandet wären. Wenn ich dir aber gleich am Anfang sage, naja, das war ja wohl nichts, das ist ja Schrott, ach so, ich dachte, sie üben noch, dann hast du nach 1,5 Minuten keine Lust mehr mitzukommen. Und dann ist es schwer, irgendwo anzukommen, ist meine Meinung. Ich weiß, andere Regisseure arbeiten anders. Ich habe es ja selbst erlebt. Das war jetzt nicht ausgedacht, der Spruch. Nein. Mit dem Sie üben wohl noch. Ja. Ja, ich weiß, also ne, jeder hat seine Methode wahrscheinlich, aber so empfinde ich den Beruf. Und ich finde, jetzt gerade haben wir die Serie Cursed für Netflix gemacht. Und ich finde, das kann man, lässt sich gucken. Ich habe das Gefühl, die Kollegen haben da eine gute Arbeit gemacht. Das ist so, ja. Gibt es weitere Schauspieler, die du ausgesprochen gerne synchronisierst? Es gibt wenig, die ich nicht gerne synchronisiere. Also ich habe ja diese, jetzt, wenn wir gerade von Esposito sprachen und von Antonio Dawson, das sind ja so eher härtere Polizisten, Polizeitypen. So, das ist das eine Fach sozusagen. Ja, das macht mir Spaß. Aber genauso gerne mache ich alles, was so ein bisschen komödiantisch ist und einen Humor hat und witzig ist und so, ja. Wir haben am Anfang des Jahres eine Anime-Serie aufgenommen, die hieß Golden Kamui. Ich weiß gar nicht, ob die schon draußen ist. Und da habe ich eine Figur gesprochen, der war so der etwas der clowneske Charakter in dieser Serie. Und das macht so einen Spaß, wenn man einfach Quatsch machen darf. Ja? Gibt es ein bestimmtes Rollenprofil, für das man dich oft besetzt? Als ich vor Jahren anfing, habe ich ganz oft Schwarze und Schwule gesprochen. Warum auch immer.
Warum auch nicht? Ja, passte offensichtlich. Ansonsten, ich bin, glaube ich, relativ breit aufgestellt. Also ich mache eben diese Polizistentypen. Ich habe auch schon, wenn ich so ein bisschen meine weichen, warmen Töne wähle, dann habe ich auch schon so die Charmanten im Weihnachtsfilm die Hauptrolle gesprochen. Ja, so. Dann eben diese etwas komödiantischen Sachen, wo ich Quatsch machen darf. Da gab es eine wunderbare Serie, die hieß Party Down. Der gleiche Schauspieler hat jetzt auch The Other Two gemacht. Also so komödiantische Rollen, auch wunderbar. Und inzwischen immer öfter auch ältere Typen. Also wenn die Kratzen, so ein bisschen die Kratztöne dazukommen und so, dann auch ältere, warum nicht? Ja. Hast du schon mal geweint im Synchronstudio? Oh ja, na klar. Gibt es irgendwas, woran du dich erinnerst, wo du gesagt hast, jetzt müssen wir erstmal hier eine Pause machen, das... Ich brauche erstmal kurz, um mich zu sammeln. Das hatte ich schon ein paar Mal. Ja. Das hatte ich ein paar Mal. Ich erinnere mich an eine Serie, die haben wir gemacht bei, war das L.A. Crash, glaube ich, mit Oliver Feld. Das ist lange her, eine Serie. Und diese Figur hat irgendwann eine Szene, wo sie zusammenbricht und heult. Und da sagte Oliver Feld damals, Felix, wir nehmen uns die Zeit. Du musst jetzt richtig an die Emotionen. Und ich will, dass du heulst. Also es geht ja nicht darum, die Kontrolle zu verlieren und nur noch zu weinen und nicht mehr arbeiten zu können. Das wäre ja auch die falsche Richtung. Aber dass man das Gefühl trifft. Und wenn man den Raum hat, sowas zu machen in so einem Studio, wenn alle sensibel sind und mitgehen, dann ist das auch total schön. Auch wenn man danach da steht und denkt, ich muss jetzt erstmal durchatmen, ja. Aber das ist genauso schön und aufregend wie lachen oder wütend werden oder so. In dem französischen Film Schlösser aus Sand hast du Yannick Renier als Samuel gesprochen. Worum geht es in dem Film? Das ist, das war eine ganz wunderbare Arbeit, an die ich auch gerne zurückdenke. Denn da war genau das der Fall. Wir haben das aufgenommen bei Level 45 mit Guido in der Regie und wir haben uns die Zeit genommen und wir konnten ganz ruhig und intim arbeiten. Und die Hauptrolle, die weibliche Hauptrolle hatte Maxi Hecke und ich habe den männlichen Part gemacht. Und da, also die Arbeit war schon so schön, weil ich, also naja gut, das ist ein französischer Film, man hat ganz viel von dieser Landschaft, man hat so wunderbare Bilder und dann sitzen sie und rauchen und dann streiten sie kurz und dann rauchen sie wieder. Und, ja, so französisch halt. Und das zu sprechen, die Arbeit war schon so toll, weil wir uns die Zeit genommen haben und da uns wirklich reingelegt haben und das genossen haben. Und dann lief der auch noch in der York-Kinokette nachher. Und in der York-Kinokette habe ich ganz viele Jahre gearbeitet. Damit habe ich mir mein Studium finanziert damals und habe im Passage-Kino in Berlin und im Kino International und im York und New York gearbeitet als Einlasser und Kartenabreißer und an der Kasse. Und da lief dann dieser Film und ich ging vorbei und ein alter Freund von mir, der immer noch dort arbeitet, ich gehe davon aus, dass er immer noch da arbeitet, aber zu der Zeit immer noch da arbeitete, der hatte dann dieses Plakat aufgehängt und dazu geschrieben, Felix Spieß. Und ich habe mich so gefreut, dass ich quasi in dem Kino, wo ich selbst gearbeitet habe, ein Film läuft, in dem ich mitgesprochen habe. Und dann gab es wenig später noch einen Regisseur, den ich sehr schätze, Christoph Tschirpka. Der kam zu mir und sagte, Felix, das muss ich dir sagen, ich habe diesen Film gesehen und ich wollte dir sagen, mir hat es so gut gefallen, wie ihr das gemacht habt. Und dann habe ich gedacht, wie toll, dass er, sowieso toll, dass er mir so ein Kompliment macht, aber wie toll, dass er das sagt, weil mir die Arbeit so gut gefallen hat. Und wenn man das nachher hört und spürt, finde ich, dann haben wir es richtig gemacht. Wem würdest du diesen Film empfehlen? Och, das ist was für, das ist kein Action-Popcorn-Film. Das ist was für einen Abend vielleicht im Herbst, wenn man so sich ein bisschen, mit vielleicht auch so einer leichten Melancholie, gemütlich hinsetzt und sich da so drauf einlassen kann. Ein weiteres Highlight in Sachen Synchron war die Serie, die BBC-Serie Da Vinci's Demons, in dem du den jungen Leonardo da Vinci synchronisierst, gespielt von Tom Riley. Erzähl mal, worum es in der Serie geht. Das ist eine ganz tolle Serie, die ich selber sehr gerne mag. Und zwar geht es um Leonardo da Vinci in dieser Zeit damals.
Und Leonardo da Vinci wird gezeigt als ein sehr intelligenter, lebendiger Erfinder, der aber auch sehr frech und aufmüpfig ist und jedes Mal mit den Obrigkeiten in Konflikt gerät und auch sich so ein bisschen in der, sagen wir mal, in der Unterwelt rumtreibt. Und zwischendurch hat er auch ein homosexuelles Verhältnis mit einem. Und also ganz, ganz lebendig und bunte Geschichte. Und er ist eben dieser geniale Erfinder, der auf jede Situation kommt, er auf eine Idee und erfindet was. Ein wunderbarer Schauspieler, die diese ganze Serie toll gefilmt, toll gespielt, toll synchronisiert. Und ich habe diesen Tom Riley, den Leonardo da Vinci, sprechen dürfen. Und ich habe in ganz vielen Szenen das Gefühl gehabt, dass er den Text und die Regieanweisungen komplett verinnerlicht hat und jetzt improvisiert, einfach laufen lässt. Und da passieren lustige Momente. Also in einer Szene bringt der Vater ihm einen Korb mit Essen ins Gefängnis und er fängt an zu essen, weil er so einen Hunger hat und streitet aber mit dem Vater gleichzeitig und dreht sich um aus der Bewegung und ihm hängt ein Salatblatt aus dem Mund vom Essen und spuckt er das irgendwo weg und erzählt weiter. Und man hat das Gefühl, das ist so passiert und man lässt es drin, weil es so lebendig ist. Ja? Und so kommt mir sein Spiel ganz oft vor. Irre lebendig, schnell von einer Emotion in die nächste, von einer Haltung in die nächste Haltung. Und das hat so eine Freude gemacht, daran zu arbeiten. Und das ging, glaube ich, über 3 Staffeln. Die Geschichte wurde immer schräger zum Ende hin. Aber das war eine ganz tolle und lebendige Zeit. Zum Teil in Berlin aufgenommen, zum Teil auch in Köln aufgenommen. Was für mich auch ganz toll war, dass ich mal nach Köln durfte und mal in Köln aufnehmen durfte. Das war ganz spannend, auch die Kollegen da kennenzulernen und so. Das war eine schöne Arbeit. Gab es mal eine Synchronarbeit, wo du aus dem Studio gegangen bist und dachtest, das muss ich mir unbedingt anschauen? Das Ergebnis? Oh, das habe ich oft. Sowas habe ich oft. Weil ich dann auch so neugierig bin natürlich. Und das ist ja Teil unserer Arbeit. Wir geben was, wir leisten unseren Beitrag, dann geben wir das ab und dann sind ganz viele andere damit beschäftigt. Also der Regisseur war ja schon beschäftigt und hat uns ein bisschen vielleicht geführt. Und dann geben wir das an die Mischung ab, die das eben nochmal mischt und an den Schnitt, da wird es nochmal geschnitten. Und am Ende kriegst du das quasi zurück und kannst es dir anschauen. Und das ist mega spannend, zu sehen, was daraus geworden ist. Und ich gehe ganz oft aus dem Atelier und bin neugierig, wie das wohl geworden ist. Leider bin ich auch sehr, sehr kritisch mit mir. Und wenn ich mich dann hinterher sehe, passiert es mir in 60% der Fälle, dass ich sage, darf ich noch mal? Das kann ich noch besser. Da würde ich gerne noch mal ran. Aber das gehört auch zu unserem Beruf, dass wir eben an einem bestimmten Punkt, wie alle Künstler, auch Musiker, auch Maler, an irgendeinem Punkt müssen wir sagen, so, das war's und jetzt ist fertig. Und 3 Jahre später, ich glaube, jeder Maler würde sein Bild 3 Jahre später komplett anders malen, weil er auch an einem anderen Punkt ist. Okay, wir kommen zu den Anime-Rollen. Ja. Du hast unter anderem in Black Butler den Baldroy gesprochen. Erzähl mal, was das für ein Typ ist, was das für ein Charakter ist. Ja, das war auch das hat irre Spaß gemacht. Die Rolle ist für mich gar nicht so, ich habe die gar nicht so auf dem Schirm, mir ist die nicht so wichtig, aber es gibt viele Leute, die danach fragen, witzigerweise. Der ist eine von diesen typischen, ich sag mal, Randfiguren in den Anime-Serien, die vor allem Humor transportieren sollen. Und der ist halt eine witzige Figur, der in der Küche da arbeitet und auch gerne mal einfach mit dem Flammenwerfer dann da flambiert. Und es ist immer Chaos, wann immer das sind 3 oder 4 Figuren, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 3 Figuren. Und wann immer die auftauchen, dann kann man schon davon ausgehen, jetzt steht gleich wieder alles in Flammen oder es entsteht das totale Chaos. Und sowas macht mir natürlich Spaß. Also das sind so diese komödiantischen Figuren, da kann man auch einfach mal Quatsch machen. Dann warst du ja auch in Dragon Ball zu hören als Piccolo. Wie erklärst du dir den wahnsinnigen Erfolg von Animes im Allgemeinen? Ich bin die Generation kurz vor den Animes, bevor das losging. Meine Kumpels und ich haben keine Animes geguckt. Die kleinen Brüder von uns, die guckten Animes. Und für uns war es immer so ein bisschen, also für uns war es fremd. Und ich bin erst später zu diesen Anime-Geschichten gekommen. Wir haben irgendwann Yu-Gi-Oh!, glaube ich, aufgenommen oder sowas. Und da ging das für mich los, dass ich plötzlich dachte, wow,
Das ist ja mega komplex und eine ganz eigene Kunstform. Und heute habe ich einen Heidenrespekt davor, weil ich zum einen natürlich das Malerische, wie das dargestellt wird, bewundere und respektiere, aber auch die Art der Erzählung, die Komplexität der Erzählung und der Rollen. Das ist eine solche eigene Welt, in die, wenn man sich darauf einlassen kann, man ganz tief einsteigen kann. Ich gucke jetzt gerade mit meiner Tochter zusammen Hero Academia oder so ähnlich heißt das. Und sie ist Feuer und Flamme und ich komme manchmal gar nicht hinterher, weil sie so viel sieht in diesen Figuren. Und ich freue mich auch über die Arbeit der Kollegen, Sebastian Fitzner spricht eine der Hauptrollen. Und ich kann das gut mitgucken, aber ich dringe nicht so tief ein wie sie, muss ich ehrlich sagen. Aber ich freue mich natürlich darüber, dass das so gut funktioniert. Der Piccolo wurde ja vorher von David Nathan gesprochen. Du hast den ja quasi in seiner Rolle beerbt, was sozusagen in der Branche ganz schön viel Kritik gab am Anfang. Du hast dein Bestes gegeben, steht ohne Zweifel auf jedem Blatt Papier. Die Fanszene war mächtig in Aufruhr. Wie geht man damit um als Künstler? Ja, also dieser Aufschrei ging vor allem durch die Fanszene. Und das kann ich gut nachfühlen. Mir würde das sicher ähnlich gehen, wenn eine meiner Lieblingsserien, die ich so aus der Jugendzeit vielleicht habe, plötzlich mit neuen Stimmen daherkommt. Mir würde das sehr schwer fallen, mich darauf einzulassen. Insofern kann ich das gut nachfühlen. Das ist in unserer Branche leider manchmal der Fall. Die Kollegen, die es vorher gemacht haben, ich kenne die Geschichten nicht, wollten es nicht mehr machen, sage ich jetzt, ja. Und man trat an mich heran, ob ich diese Figur sprechen wollen würde. Ich habe gesagt, ich kann es gern probieren. Ich habe es probiert, so wie ich das machen würde. Die Regie und die Produktion waren damit sehr zufrieden und mochten das und wollten, dass ich das mache. Daraufhin habe ich es gemacht. Und die Stimmung hat sich dann gedreht. Also zunächst war wirklich die Kritik sehr groß. Dann mischten sich Stimmen darunter, die sagten, ach, ich finde den aber eigentlich ganz gut, den Felix. Und inzwischen gibt es auch eine ganz breite Schicht, die sagt, nö, super, gefällt mir gut. Ich muss an der Stelle oder sage an der Stelle gerne dazu, David Nathan spricht ja diesen Piccolo nach wie vor in den Filmen. Der letzte Film war Broly von Dragon Ball Super. Da hat David Nathan auch Piccolo gesprochen. Ich habe die Regie gemacht. Wir beide kennen uns, wir schätzen uns sehr. Diese Arbeit war wunderbar. Er ist danach, hat dann eine Hörspielproduktion gemacht und hatte mich dort besetzt. Und da trafen wir uns dann wieder und haben da zusammengearbeitet. Also wir schätzen uns sehr und wir mögen uns sehr. Und für mich ist David Nathan einer der ganz großen Sprecher, die ganz großen Stimmen, die wir haben. Also da den größten Respekt. Und diese negativen Stimmungen, die es möglicherweise in der Fanszene gibt, die gibt es bei uns in der Branche eigentlich nicht. Wir kommen nochmal zu einem ganz anderen Thema, nämlich den Computer Games. Du hast eine Rolle gesprochen, und zwar Bayek von Siva in Assassin's Creed Origins. Wie muss man sich die Sprachaufnahmen zu einem Computerspiel vorstellen? Ja, das haben wir bei Mauspower aufgenommen. Das war ganz, habe ich mich sehr gefreut drüber. Denn ich muss dazu sagen, ich selber bin kein großer Zocker, aber man sieht das ja trotzdem, man bekommt es ja überall mit. Und für mich war das schon eine ganz große Ehre, da sprechen zu dürfen. Wenn man sich die Kollegen anschaut, die es vorher gemacht haben, sich in diese Reihe stellen zu dürfen, ist schon wirklich toll. Und es war eine ganz andere Arbeit. Ist ja nicht das erste Computerspiel, was ich gesprochen habe, aber bei weitem die größte Rolle, die ich gemacht habe. Das waren insgesamt 60 Stunden Aufnahmezeit. Und das ist schon extrem. Dann ist man vor dem Mikrofon und man hat ganz oft eben nur Audio-Files. Das heißt, ich höre den Originalton und mache den quasi nach. Ich habe kein Bild, an dem ich mich orientieren kann. Ist auch eine ganz andere Arbeit. Und dann zum Beispiel haben wir 1,5 Tage nur Laute aufgenommen. Da steht man dann stundenlang vor dem Mikrofon, hört auf dem Ohr eine bestimmte Lautfolge und macht die nach. Und macht dann wirklich den ganzen Tag nur so eine Dinge.
am Stück hintereinander weg. Das ist schon intensiv und interessant und spannend und schlauchend teilweise. Aber das ist dann am Ende auch, wenn man damit durch ist. Also ich war auch stolz wie Bolle und fand das ganz toll. Was war die bisher größte Herausforderung im Synchron für dich? Also es gibt natürlich immer wieder Momente, wo man denkt, jetzt wird es aber schwierig. Also immer wenn eine Figur viele Zögerer macht, kurz an, stottert und dann weiter, dann sind wir gefragt und müssen aufpassen, wie lösen wir das technisch und wie kriegen wir das dann aber auch wieder lebendig verkauft. Das sind dann schwierige Momente, aber die machen auch Spaß, also da habe ich dann auch große Freude dran. Ich erinnere mich an eine Szene vor Hunderten von Jahren, so kommt es mir vor, auch wieder bei der Berliner Synchron noch in Langwitz, ich weiß sogar noch welches Studio, im Atelier 2. Ich in der Menge, einer meiner ersten Sätze, ich musste vorne ans Mikrofon. Das Ding geht auf, ich gucke ins Buch, der Text heißt: Haley hasste meine verschwitzten College-Sweatshirts. Wenn sie mich in diesen Turnschuhen sehen könnte, würde sie ausflippen. Ich habe das, und das Ding in einem Tempo. Und dann habe ich das, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich das probiert habe. Haley hasste meine verschwitzten College-Sweatshirts. Und dann kam aus der Regie, sie üben wohl noch. Ja, ja, genau. Noch eine. War noch nicht ganz sauber. Bitte noch einmal. Ich habe gedacht, ich sterbe. Und dann habe ich irgendwann das hinbekommen. Haley, hast du meine verschwitzten College-Sweatshirts? Wenn sie mich in diesen Turnschuhen sehen könnte, würde sie ausflippen. Und war ganz happy und drehte mich um und dachte, oh Gott, ich kann das alles nicht, ich kann das nicht. Und dann sah ich aber alle Kollegen sitzen, die alle übten. Haley, hast du meine verschwitzten... Und dann wusste ich, okay, das war eine echte Klippe. Und halb so wild, geht weiter. Ja. Lieber Felix, vielen Dank. Ja. Es hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Und danke, dass du hier warst. Ja, danke.